Ja, herzlich willkommen bei der Online-Show hier bei Dieter Eisele Sea Fishing. Mein Name ist Mats Kort vom Meeresteam Eisele und ich zeige euch heute hier meine Lieblingsmethode, das Faulenzen auf Dorsch mit kleinen Gummifischen, leichter Spinnrute. Und ja, ich würde sagen, los geht's, keine Zeit vertrödeln. Und ja, werft den Gummifisch immer auf die Angriffsseite, das ist die Seite, wo ihr hintreibt. Sobald er aufkommt, Bügel umklappen. Dann lege ich hier sofort den Finger in die Schnur und lasse den Gummifisch somit also an gespannter Schnur absinken. Hat den Vorteil, dass ihr jetzt keinen Schnurbogen bekommt. Und ihr merkt also, wenn der Gummifisch unten auf dem Fußboden ankommt. Und ihr merkt natürlich auch, was sehr oft passiert, wenn dort unten schon ein Dorsch wartet und der euren Gummifisch gleich Wolli nimmt, merkt ihr sofort den Biss hier im Finger. Deswegen lege ich immer schon den Finger in die Schnur und lasst das an gespannter Schnur einfach auf dem Meeresgrund absacken. So, sobald er angekommen ist, halte ich die Rute eigentlich gerade, so wie jetzt auch, und hole den Köder nur über die Umdrehung der Stationärrolle zurück. Da variiere ich natürlich ein bisschen, je nachdem, worauf die Dorsche gerade Lust haben. Das muss man natürlich ausprobieren. Manchmal eine Umdrehung, manchmal einen schnelleren Hub nach oben, drei Umdrehungen. Mal eine halbe, also da muss man wirklich jeden Tag die Tagesform der Dorsche ein bisschen rauskitzeln. Da war einer, jawohl. Der hat schön in der Abklingphase den Dorsch genommen, so muss das sein. Ist kein Riese, aber ein typischer Faulenzerbiss. Faulenzern auf der Ostsee ist für mich die Methode Nummer 1, weil das lieben einfach die Dorsche. Ähnlich wie beim Zander sitzen die Fische ganz unten weit auf dem Fußboden und der Dorsch bzw. der Gummifisch natürlich macht mit der Faulenzern-Methode nur kleine Sprünge über dem Meeresgrund und das scheint wohl ja, sehr interessant zu sein für die Dorsche. Und bei so einem Wetter, was wir heute haben, null Wind, kaum Strömung, ist das für mich eigentlich die Methode, die ist unschlagbar. Oh, da habe ich ihn verhauen. Oh, verdammt. So, da ist einer eingestiegen, fast direkt vom Boot. Wird kein großer sein, aber der hat richtig beim Absacken sich den Gummifisch inhaliert. Schöner, ja, was hat der? Ja, ich würde sagen Ende 50 cm. Und hier hat er den Gummifisch direkt Wolli genommen. Beim Absinken schon. Ja, kurz und einfach erklärt. Einfach rauf auf die Ostsee und nachmachen. Das bringt einen Riesenspaß. Und ja, schockt einfach. Ne? So, wie ihr seht, ich bin wieder zurück im Hafen. Der Nebel wurde immer dicker und da geht Sicherheit natürlich vor. Ich will euch noch was zeigen zu der Ausrüstung. Hatte ich ja schon kurz erwähnt, glaube ich, zur Route. Empfehle ich Spinnruten so von 2,20 Meter bis 2,50 Meter, 2,60 Meter, je nachdem, womit man so am besten klarkommt. Wichtig ist, dass das eine schöne, stramme, schnelle Spinnrute ist, so wie hier, damit ihr auch den Biss, den ihr vielleicht so auf 50, 60 Meter bekommt, damit ihr auch die Bissübertragung richtig schön auf die Rute bekommt. Und das geht mit einer Rute am besten, die auch einigermaßen stramm ist. Mit einer Rute, die zu weich ist, bekommt ihr den Biss wahrscheinlich nicht mit. Kann ich euch empfehlen, von Eisele Sea Fishing unsere Headbanger Route. Die gibt es auch in zwei verschiedenen Gewichten. Die ist 2,20 Meter lang und ist auch perfekt hier für das Faulenzern auf der Ostsee, für die leichte Fischerei. Ist auch schön schnell und stramm. Wie gesagt, gibt es in zwei Varianten. Einmal mit, ich glaube, 60 Gramm und bis 100 Gramm Wurfgewicht und
Hier die stationäre Rolle reicht eine 4000er Rolle, bespult mit einer 010er bis maximal 014er geflochtenen. Am Anfang natürlich immer ein Fluorcarbon-Vorfach. Ich nehme 035, 040er, ist völlig ausreichend. So, kommen wir nochmal zum Thema Gummifische. Welche Farben ich hier fische? Kein Geheimnis, kennt jeder Ostseeangler. Grundsätzlich ist es ja so, dass die Tacklebox nie voll genug sein kann. Aber am Ende des Tages merkt man hat immer so mit zwei, drei Farben gefischt. Da habe ich die Klassiker. Orange-Grün, immer UV-aktiv natürlich. Denn hier bei mir vor der Insel Ärö fischt der Braun. Motoröl mit Silberflakes, sehr gut. Denn heute zum Beispiel bei dem sehr ruhigen Wetter fische ich sehr, sehr gerne den Doppelgänger XL mit dem kleinen Paddle hinten. Der spielt super beim Faulenzen. Und was jetzt Neues im Programm? Der ist nicht neu im Programm, den gibt es schon seit 2 Jahren. Das ist der Flexi-Shed. Den gab es bislang aber in der Länge 13 cm. Und ganz brandaktuell gibt es den jetzt demnächst in 9 cm. Speziell abgestimmt hier für die Ostsee, hier für unser Hausgewässer. Und natürlich auch hier zum Süßwasserangeln auf Zander und Hecht. Und den gibt es dann in 9 cm in 2 Varianten. Einmal mit dem gewohnten Paddle hinten und einmal mit dem Twisterschwanz. Und natürlich in allen gängigen Farben, die wir hier auf der Ostsee brauchen, haben wir den Flexi-Shed dann parat. Ja, wenn ihr mehr wissen wollt über den Flexi-Shed, folgt uns einfach auf Instagram oder auf Facebook. Dieter Eisele Seafishing einfach eingeben. Und dort erfahrt ihr alles Aktuelle. Wenn ihr Fragen habt zu unseren Ködern oder zu unseren kompletten Programmen, dann schreibt uns einfach eine Nachricht auf Facebook, Instagram, auch gerne zu mir, könnt ihr es auch schicken, wenn ihr wollt, auf Mats Kort, und wir beantworten euch die Fragen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns bald hier bei mir wieder in Dänemark, und bis dahin alles Gute und euer Mats. Ciao. So wie jetzt. Wer hat ihn direkt Wolli genommen? Und sie angefertigt. Hoppla. In 9 cm. Dann reißen wir die Schnur ab.